Dänemark. Ein Land zwischen den Meeren. Ganz im Süden liegt an der Ostsee ein kleines Juwel. Schloss Gråsten. Hier verbringt die dänische Königin jedes Jahr ihre Sommerferien. Schon früh bereiten sich alle auf ihren Besuch vor. Die Schlossgärtner. Die Ringreiter. Und die Leibgarde. Damit die Königin glücklich ist, zusammen mit ihrer Familie auf Schloss Gråsten. Es ist Mai. Noch 2 Monate bis zum Eintreffen der Königin. In der Gärtnerei von Schloss Gråsten arbeiten die Gärtner an den Vorbereitungen. Rund 800 Margaritenstauden werden sie in den Schlossgarten pflanzen. Die Lieblingsblumen der Königin. Margrethe II. Ist 1940 geboren und hat bereits mit 32 Jahren den Thron besteigen müssen, als ihr Vater starb. Schon früh entdeckte die kleine Margrethe ihre Lieblingsblumen, Margareten. 200 Kilometer entfernt liegt Kopenhagen, Amtssitz der Königin. Es ist Juni. Im Hafen hinter der kleinen Meerjungfrau wartet die königliche Yacht, mit der Margrethe II. In ein paar Wochen nach Gråsten reisen wird. Das Schloss Amalienburg ist das Zuhause der Königin. Hier wird sie bewacht von der Leibgarde, die heute Geburtstag feiert. Bei den Feierlichkeiten ist die Königin der wichtigste Gast. Rache, präsentiert das Gewehr! Pünktlich, wie nur eine Königin sein kann, fährt Margrethe II. Vor und steigt mit dem 12-Uhr-Schlag aus dem Wagen. Eine Königin muss sich vor niemandem verbeugen, außer vor der Fahne, als Zeichen dafür, dass sie ihrem Land dient. Die Königin bedankt sich bei der Garde. Wir möchten Ihnen vielmals danken für Ihre Konstruktivität, für Ihre gute Kameradschaft und für gute Dienste. Das ist hervorragend. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Stellvertretend überreicht sie einem Gardisten eine Uhr. Zum Abschluss erweisen Musikchor, Wachkompanie und Kampfbataillone der Königin noch einmal die Ehre. Gespielt wird der Parademarsch, der einst extra für Margrethe II. Komponiert wurde. Und damit ist der Geburtstag der Leibgarde beendet. Der Hafen von Sonderburg. Hier wird heute die Königin mit ihrer Yacht anlegen. 4 Wochen wird die Königin nun auf Schloss Gråsten Urlaub machen. Allerdings nicht ganz ohne offizielle Termine. Schon bei der Ankunft am Schloss sind Fotografen zugelassen. Und zur Mittagszeit wird sie sich beim Wachwechsel der Leibgarde dem Volk präsentieren. So wie jeden Freitag während ihres Urlaubs. Der Garten ist während der Anwesenheit der Königin für das Volk gesperrt. Die Gärtner haben es hinbekommen. Aus den kleinen Pflänzchen sind große Büsche geworden. Die Sophiro-Margeriten stehen in voller Pracht. Kurz vor 12, Wachwechsel im Schlosshof.
Auch Line ist mit dabei. Sie wird heute abgelöst. Aber jemand fehlt. Und das wundert Kronprinzessin Mary. Ihre Kinder und Prinz Hendrik sind nicht da. Da drängelt sich ein Golfkart durch die Menge und mitten durch die Zeremonie. Ein peinlicher Moment. Das respektvolle Protokoll sieht anders aus. Die Kinder waren Blumen pflücken. Aber ob sich Mutter davon besänftigen lässt? Darüber muss mit dem Schwiegervater zumindest geredet werden. Vier Kinder hat das Kronprinzenpaar. Prinzessin Josephine ist die jüngste, geboren 2011. Sie hat nicht nur ein Faible für Hunde, sondern auch fürs Tanzen. Das Volk ist begeistert von so viel Menschlichkeit. Hier bekommt man Einblick ins Leben einer ganz normalen Familie mit ganz normalen Familienproblemen. Noch ist der Wachwechsel nicht vorbei. Zum Abschluss zieht das Wachbataillon noch einmal vor der Königin vorbei und erweist ihr die Ehre. Damit hat die Königsfamilie für heute Feierabend.